Uri Jalo! Das war Mord! Uri Jalo! Das war Mord! Liebe Leute, Bruder, Schwester, von Anfang an, 2005, 2006 haben wir für Gerechtigkeit, Wahrheit und Entschädigung verlangt. Seit 8 Jahren haben wir das nicht bekommen. Seit 8 Jahren laufen wir noch auf die Straße. Wir schreien mit Wut, mit Leid. Ich habe auch gehört, wir sind wütend. Wir sollen Widerstand leisten. Wir sollen nicht mehr nur Widerstand leisten. Wir sollen dieses System übernehmen. Wir sollen auf die Straße kommen. Wenn einer von uns angefasst wird, dann sind andere, wir alle angefasst. Wir sollen kämpfen, bis wir sterben. Wir sollen die geben, was sie uns gegeben haben. Als sie eine von unseren Brüdern weggenommen haben, wir sollen Strategien bauen, um uns zu schützen. Diese Stadt schützt uns nicht. Ich rede an die Afras und die Afros. Es gibt keinen anderen Schutz als wir selbst. Wir nehmen das auf unsere Hände. Mit unserem Blut, mit unserem Leid, mit alles, was wir haben. Wir brauchen keinen Schutz mehr von dieser Stadt. Das ist unser Leben und es gehört uns. Uri Jalo war nicht die Letzte. Dominic Kumadio ist gegangen. Maria Massai ist gegangen. Schwundek ist gegangen. Alle anderen. Ich rede nicht nur von Schwarzen. Ich rede von Ausländern, die durch die Hände dieser Stadt, die Instrumenten dieser Stadt und durch die Bürger dieser Stadt gegangen sind. Die sind vor uns gegangen. Nicht nur, dass wir auf die Straße kommen und schreien. Die sind vor uns gegangen, weil die uns zeigen wollen, wenn wir nicht agieren, es wird uns genauso passieren. Der Tod, der Mord von Uri Jalo hat nicht 2005 begonnen. Es hat 100 Jahre begonnen. Mehr Zeit wurde genommen, um das vorzubereiten. Und wir können nicht nur auf die Straße laufen und schreien, Uri Jalo, das war Mord. Wir sollen uns schützen, wir sollen uns vernetzen. Wir sollen machen, dass es uns nicht mehr passiert. Die Polizei soll hören, ihr habt alle Strategien zu sagen, vielleicht haben wir einen Aufruf zum Straftat gemacht. Ich mache einen Aufruf zum Schutz der Leute afrikanischer Herkunft. Ich mache einen Aufruf zum Schutz der Leute nicht deutsche Bürger. Ich mache einen Aufruf zum Schutz von allen Leuten, die am Rande dieser Gesellschaft leben. Ich mache einen Aufruf, dass wenn wir die Straße nicht übernehmen, wenn wir dieses System nicht zerbrechen, wenn wir so lang leben und die Herrschende, die die Polizei bezahlen, die Herrschende, die die Gerichte bezahlen, die Herrschende, die diese Institutionen gebaut haben, werden immer regen, wenn wir die nicht stoppen. Wir sollen aufhören, Widerstand zu leisten und anfangen, diese Gesellschaft aufzunehmen. Es ist uns und wir müssen das machen. Ich bedanke mich.